Herzlich willkommen in der Fuscherbude am, was haben wir heute? Dienstag. Wir haben heute einen großen Gast hier. Florian! In der Kumpel. Der macht nämlich jetzt hier die Dinger hier rein. Wie sind die? Die Scheine. Topfbänder. Topfbänder. Ja, der Profi. Ja. Wir haben keine Ahnung davon. Mit, von hier, wie ist das Ding? Crack, ne? Wird das Crack, wie wird ein Triton ausgesprochen? Wird das Triton gesagt oder sagt man Triton oder wie sagt man? Triton. Ich hab immer Triton mit ins Gehirn. Vielleicht weißt du das ja. Ja, gucken wir mal. Aber wir haben nur 18 mm, ne? Geht nur 13 mm rein. Okay. Na sag mal, wie sieht denn das hier aus jetzt? Ja. Wie ein Feuerstall. Offenbacher Schweinestall. Wie hat man immer gesagt? Gibt's da einen Spruch? Rinder Offenstall. Irgendwie so gibt's da einen Spruch irgendwie. Musst du nachher fliegen? Ja, muss ich. 100%ig. Schlosser ist das auch noch. Gehst du doch. Soll ich mal die Dinger holen, ob die passen? Kannst du holen. Ja, die passen, wa? Wir können ja mal probieren. Und eine Wasserwaage, bitte. Wie lang? Na so, das ist eine 18, wenn es geht, ja. 18. Warte. Jetzt kommt der Profi. So, die Wasserwaage nimmt man zum Beispiel, damit das einfach mal gerade ist, weil es schön sauber anliegt. Dann sind die schön gerade und stehen nicht schief und krumm und so. Und dann kann man auch schön hier bohren. Zack, zack. Ich hatte gerade den im Bild. Oh Mann, ist ja ekelhaft, ey. Ja. So, jetzt kann man schön hier festschrauben und die sind wirklich gerade. Was rein. Mit welchen Schrauben? 3,5 x 16. 3,5 x 16 gemacht. 3,5 musst du nehmen, weil das so die Löcher sind. Die sind schön bündig dann oben. Und 16, weil halt nicht länger wird, dann kommen sie vorne raus. Ja. So. Das andere mal, das gleiche machen wir bei der anderen Platte. Genau. So, da liegen sie. Die guten von Hettig. Und sie weg. Ich hab grad gedacht, ich sehe gerade doppelt, weil zwei Akkuschrauber liegen. Also. Mal aufhören zu saufen früh schon, ne? Ja. Florian. Genau. Können wir dann Döner essen? Ich lade dich ein. Ja, können wir tun. Danke. Oder willst du lieber deine Knacker aus dem Auto, deine 20er Packung? Da liegt keine 20er Packung im Auto. Das ist jetzt schon eine 50er. Nein, es gibt keine mehr. Ich habe keine mehr gekriegt. Achso. Gut, weitermachen. Pause! Klopf, klopf. Herzlich willkommen in der Fischerbude. Na, jetzt ist doch schon wieder einer hier an dem Bildschirm, der läuft doch hier. Ist doch schon wieder fertig jetzt hier mit der Welt. Was, wer denn? Halt mal auf. So, was haben wir, Martin, heute? Samstag. Genau, Samstag. Wir wollen heute grillen. Ja, genau, wir grillen heute. 16.30 Uhr haben wir uns getroffen. Naja, war nicht ganz 16.30 Uhr. Oh, ist ja nichts offen. Und dann machst du was auf. Ja, darf ich. Dafür ist es da. Dann wollen wir ja gleich grillen. Ich hab dir auch Cookies mitgebracht. Was ist denn Cookies? Cookies heißen die. Naja. Cookies ist was anderes. Also, was ist denn Cookie? Die hole ich ja mal ein bisschen näher ran, ja. Ich sag ja, jetzt geht eh die Rutsche die Couch runter. So. Was soll denn das? Hier, was machst du denn jetzt? Ach hier, dein Sekretär wird das, nicht? Ja. Was lachst du denn schon wieder? Hat ja gute Leute, ja. Das finde ich gut. Ich hatte heute wieder ein bisschen Scheiße, aber das erzähle ich nachher dann beim Grillen. Richtig Kacke hatte ich, das erzähle ich nachher. Wir wollen ja nicht alles verraten. Die sollen ja das Video bis zum Ende gucken, immer, weißt du? Was hast du denn da gekauft? Wo denn? Ach, für mein Auto, siehst du? Ach, Duft beim.
so ein Duftzeug hier. Habe ich bei Action gekauft für 99 Pfennig. Achso, er hat ja noch mehr bei Action gekauft. Genau, ich habe noch neue Zwing wieder geholt. Dummerweise sind es jetzt genau 11. Weil ich letztens 3 gekauft habe. Und diesmal habe ich 8 gekauft. Aber ich wollte es nicht übertreiben. Also. So, wo bist du denn? Ach hier. So, jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, was du hier machst. Dein Sekretär, du versuchst jetzt gerade die Füße ranzubammeln und die Schublade einzubauen. Richtig? Ja. Der Amerikaner ist auch wieder da. Genau. Gut. Aber ich weiß auch nicht wie. Na, wir überlegen mal ein bisschen und dann. Übrigens habe ich die, die Sägeblätter alle gereinigt. Das sollte jeder mal tun. Und zwar habe ich das mit dem Ballistol-Harzlöser. Bald haben wir die große Kanne. Wie viel? 5 Liter. 5 Liter haben wir bald. Gesponsert. Von der Firma hier oben. Nee, die nicht. Nee, die nicht. Die macht ja bloß Klamotte. Und der hier. Gott. Ja, wir machen erstmal, wir gucken erstmal. Achso, mein Projekt ist jetzt hier, ich würde die Filmklappe lieber machen. Und dann das Material ist auch gekommen für die Hunderte. Holz haben wir ohne Ende. Ja. Und können wir nachher mal rübergehen, können wir mal zeigen. Gut, dann bis später. Was machen wir jetzt? Pause. Geht das Scheißding wieder hier unten nicht? Sonne. Also das ist meine Sonnenbrille. Ja, meine Sonnenbrille. Martin, ja, bring mal die Sonnenbrille. Wo ist die denn? Die liegt da vorne. Was geht denn hier los? Hier ist zweimal Party heute. Aber ich weiß nicht, warum hier 3 Stühle stehen. Ja, vielleicht kommt da noch jemand. Die Grill. Jetzt geht's los ja mit dem Grillen. Das ist Corona. Naja, wir sind doch 2 Leute, ist doch egal. Oh, der zieht aber. Der geht ab jetzt hier. Die Rakete! Der Gute. Ist aber kein Weber. Na und? Können wir uns nicht leisten. Ja, also ich mache heute nichts mehr. Nee? Nee. Was soll denn das? Ich habe ja schon hier aufgemacht. Die Pulle schon in der Hand. Dann. Du hast schon die Salzstangen wieder gefressen. Hallo, ich esse immer noch. Ach so, ja. Das geht als Autofilm. Na, was wir so haben hier schön, Senf, Ketchup gibt's auch. So, oh, gut. Minute. Reicht doch, wir haben den Grill gezeigt, wenn wir dann oben, wenn das Fleisch rumliegt. Ja, wahnsinnig dafür. Marik, gib mal schnell die Musik los, Mann. So schnell, hopp, hopp, hopp. Ich kann ja schon mal essen. Komm her, du. Auf Video, ja. Dann wird's wieder scharf. Mann, hör mal auf jetzt. Warum fliegt denn mein Brötchen hier auseinander? Grillt ihr auch schon? Hm? Ich guck mal hier die Fettsehne, siehst du das? Kannst du das mal rausmachen? Zieh mal raus. Nein. Schmeckt gut, oder? War eine gute Entscheidung. War eine gute Entscheidung, zu zweit zu grillen. Was lachst du denn immer so? So, scheißegal. Florian ist auch hier. Kann man ruhig mal zeigen. Wo ist er denn? Komm mal her, Florian. Komm mal hier hinter zu uns. Guck mal, da ist er. Da. Als Dankeschön, dass er mal so viel macht. Nicht. Genau. Darf er auch mit grillen. So. Oh oh. Mhm. Das geht auch in die Hose. Oh Mann! Was nun? Du bist rausgefallen, weil. Florian, du bist fertig oder noch was? Mal gucken. Pause erstmal. Also ich will noch ein Stück Fleisch. Ich hab doch Kleine. Nee. Guten Morgen. Heute ist Sonntag. Der Tag nach dem Grillen? Genau. Man sieht die Spuren noch ein bisschen hier unten, wo wir zu zweit gegrillt haben. Hm. Zu zweit. So, ich drehe mal die Kamera. Das kann ich doch nicht. Was los, dahin? Da?
Da. Ja, na, ich muss, ja, ich muss aber die Kamera drehen, Mensch. Damit wir besser aufnehmen können. Das ist so doof hier so. Guck mal, da geht da hin. Da geht da hin. Da geht da weg. Wir folgen gleich. Pause. So, da sind wir wieder. So, wir werden jetzt nämlich ein paar Lättchen sägen. Wir haben schon mal vorbereitet, damit es nicht rutscht, ein komisches Teil hier unten. Und jetzt müssen wir hier ein paar Lättchen sägen. Lättchen vor allem. 4x6 ist das, glaube ich, nicht? Würde ich sagen. Bestellt das, ja. Ja. Für die Hundehütten. Hundehütten. Who let the dogs out? Geht los jetzt oder was? Na los jetzt, ja. Warte mal, dann werde ich mal. Wir brauchen genau das eine und dann brauchen wir nochmal eine Platte hier. Jetzt haben wir keine dicke mehr, jetzt haben wir nur noch so eine dünne Scheiße. Aber wir gucken, wir bereiten erstmal vor und dann kommen wir wieder. Na, für den, damit das hier so gleich ist. Damit der Abstand hier gleich ist. Weißt du, aber muss ja nicht unbedingt, das ist vielleicht jetzt der Partner. Dann nehmen wir hier. Oder nehmen wir genau. Sind wir zur Auflage. Ja. Tino schneidet jetzt das KVH von die Hundehütte. Da hat er sich da was angelacht. Eine neue mit zwei Hunden. Muss er zwei bauen. Was hab ich? Ich gehe heute zu meiner Schwester Mittagessen. Heute gibt es Stampfkartoffeln mit Gurkensalat und Rührei, wurde mir gesagt. Fleischlos. Fleischlos heute. Weil gestern war ja genug Fleisch, Grillen und so. Der macht jetzt Krach, ich gehe los. Mach mal hier das andere Geräusch. Das andere. Raus. 16x1 Meter muss ich schneiden. Nur mal so zur Info. Ich will natürlich nicht alles aufnehmen. Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Darf ich noch hinten? Sag ich nicht. Der schlechteste Star Wars Film. Ach ja, Episode 1. Ne? Ja. Aber ich habe ja was viel Geileres von einem Film. Wir haben jetzt nämlich auch einen neuen Besucher hier. Na was denn? Du meinst die Morle. Nicht Morle! Wie dann? Die uralte Morla! Ach, Morla. Warte mal. Morla. Da ist er. Oh, das spiegelt. Ja, sieht man nicht. Doch, jetzt sieht man es. Da ist er. Die uralte Morla. Mit ihrem Hornberg. So, der eigentliche Grund, warum ich jetzt hier filme, ich wollte jetzt mal hier zeigen, hier. Hier, wollte man zeigen, hier. Hä? Mach du mal deins, Torte. Torte. Hier die komischen Teile hier von Action für 1,99. Sind wir wieder bei den Sachsen oder was hier? Torte. Klar, sind wir da, hier, sind wir hier, sind wir hier, können Sie reinsteigen, können Sie nachschauen. So, da kann man auf den Berge hoch, da. Ey, du. Du blöder Sau, du. Sag mal. Nein. Hier die komischen Dinger von Action. Habe ich mir jetzt natürlich eine Batterie noch geholt hier. So. Komischerweise haben wir 11 jetzt. 11. Naja, weil ich habe ja als erstes 3 gekauft, weil nur 3 da. 11, nicht 11. 11? 11. Na, was habe ich denn gesagt? 11. Mensch, ist doch egal. 11. 11. Nee, 11. Nee, ist genauso wie 12, gibt's auch nicht. 12? 11? 12. 11? Nein, das war jetzt nicht das hier. Also hier die Dinger hier und die nehmen wir jetzt hier. Für die Hundehütte. Geht schon gut hier. Wir haben schon. Eine Tür ist schon fertig. Das ist nur die zweite Tür. Natürlich verkehrt rum. Also, kennst du? Nee. Was machen die doch? Was machst du denn überhaupt? Ich baue jetzt. Mein Schubfach. Ach, mit dem Sekretär? Genau. Ist auch so eine Monatsaufgabe hier. Nee, ist es nicht. Ja, klar. So, ich mache jetzt erstmal hier gleich. Warte mal. Pause. Pause! Was machst du da? Was? Verschraubt. Deine Einraumwohnung.
kleine Mätzchen. Aber hier frei Schnauze. Der Hund sieht das da drinnen nicht. A new project. Wo ist denn die Mitte? So hier, wa? Na, da wurde geschraubt hat von außen. Sehe ich das? Du bist ja ein Fuchs, bist du. Der hat auch so einen buschigen Schwanz. Du meine ich jetzt. Was hat er? Der Kleine. Hat er? Denke dran, der bleibt dann hängen mit seinen Klauen. Deswegen muss ich ja hier schön winken. Tief machen. Bitte nicht hängen. Für den Amigo. Der kleine Amigo. Der kriegt eine Hundehütte wie eine Einraumwohnung. Ist ja auch ein großer, oder? Das ist ein großer, ja. Na gut, jetzt musst du aber nicht filmen, dich filmen hier wieder die Löcher. Ja, wenn ich fertig bin. Was? Du kannst dir auch mal was erzählen. Was soll ich erzählen? Das erklärt sich alles selbst. Dass es zum Beispiel zwei sind. Dass du das hier aus KVA gemacht hast, hast du ja schon erzählt wahrscheinlich. Weniger. Dass es eine Siebdruckplatte unten ist als Fußboden. Mit der rauen Seite nach innen, damit er sich nicht. Damit er nicht ausrutscht. Damit er sich nicht auf die Schnauze legt, wenn er raus will. Der Kleine. Ich werde jetzt hier keiner ranmachen, weil dann bleibt er wirklich mal mit der Kralle hängen, weißt du? Ja, wenn du das die ist ja nur eine Auflagefläche. Da ist bestimmt noch eine Hundedecke drin. Meinst du? Na klar. Das Tierchen wird doch hier nicht so auf so einem kalten Boden liegen müssen. Ist das ungefähr die Mitte? Guck mal. Jupp. Ja, dann hast du aber die Schrauben auch scheiße gebohrt. Geschraubt. Ja, wird schon passen. So, gut. Machen wir erstmal Pause, wa? Wie los, Baby? Pause. Und diesmal die Kamera schief. Martin, was hast du denn gebaut? Hast du einen Sonnenbrand? Das kann sein. Weil ich in der Sonne war. Einen Tisch hast du gebaut. Guck mal hier. Ein Tisch. Deswegen wollte ich einen Sekretär bauen. Ach so. Ach, jetzt machen wir noch einen Boden rein, ja? Hm? Ja? Ach, jetzt wird er jemand schon wieder. Naja, gut. Mit was? Mit Geheimschubfach. Mit Geheimschubfach und ich sage, jetzt wird ja wieder jemand. Klatsch, klatsch, klatsch. Gleich jemand an. So, jetzt gehen wir mal raus. Martin, stell dich mal daneben, damit man mal das den Vergleich sieht. Warte mal, ich komm hier. Du kannst mal reingehen. Nee. Oh, es geht. Ganz schön. Ein ganz schöner Koffer, wa? Auf Florian ausgerechnet. Ich bin nur der Ausführende. Aber sieht doch schön aus. Hat das viel Platz, Amigo? Kommt nämlich eine dort hin und eine kommt dort hin. Es geht noch. Also bis jetzt geht's noch. Ich hab's mir schwerer vorgestellt. Ja, Türchen machen wir jetzt und dann. Türchen kommt rein? Nein, hier ist eine Öffnung. Dann. Weißt du? Schön. Weitermachen. Gut. Machen wir erstmal Pause. Pause. Oder? So, mein Tagwerk. Ja, ich würde sagen, fertig. Hier sind die. Genau. Hier hat Tilo die Idee gehabt, ich mache das einfach in derselben Optik. Ist aber nur ein Schubfach. Und dann ein Türchen. Habe ich noch einen Boden reingemacht. Geölt und natürlich hier noch das Schubfach. Geht super leicht, musst du noch nicht mal irgendwie Wachs oder sowas ranmachen. Ja, noch schnell aufgeräumt, schließlich Sonntag.
Ja, wo ist denn eigentlich Tino? 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 Hm? Ja, bitte? Sieht man das? Der neues Haus. Das ist eine Einraumwohnung. Einraumwohnung. Ein riesen Ding ist das geworden. Geil. So, da fliegt sich ein großer Hund rein. Ja. Der hat Platz. Cool. Der kann sich hier ein paar Bräute einladen. Hat der Jüdi geschafft heute hier. Hat er echt alleine gemacht. Wirklich. Ich hab vielleicht mal ein bisschen gehalten, aber sonst hat er alles alleine gemacht. Ich geh mal drum rum, dann kann ich rauskommen. Mit meinem zu tun. Oder warte, ich komm raus. Komm mal raus. Komm mal rausgekrochen. Ich muss doch bellen dabei. Schön doof. Ja, schönes Ding. Ordentliche Kiste geworden, ja. Ja, Kanten kommen da ran jetzt hier. Schutzkanten. Vorne so, ja genau. Dann kommt noch Dachpappe drauf. Ja. Da wird es natürlich noch gestrichen. Also. Lasur oder was? Lasur, genau. Gegen die Witterung. Aber steht geschützt. Weil ja, denke ich mal. Bei dem Dach kann ja nicht viel Regen und so kommen, weil dann abfließen kann es nicht. Oder? Ich setze die Hunde da unten ein bisschen höher. Jetzt. Aber es sollte ja so. Ist ja eine Nachzeichnung. Hat ja irgendjemand sich einen Kopf gemacht und du hast ja nur ausgeführt. Genau, der Florian. So, 2 Minuten 15. Gut. Machen wir dann machen Pause? Wir noch ein Abschlussvideo, dann, wenn wir aufgeräumt haben und dann Pause. Ah, Pause. Pause. Was haben wir? 17 schon, was? 17. Vlog 17. Sonntag. Der erste. Ja, ist noch nicht fertig. Wir sind gerade beim Lackieren hier. Das sieht aber scheiße aus. Aber naja, gut. Hey. Eigentlich müsste ich mich ja mal auslösen gehen. Das ist gerade wieder ein bisschen schwierig. Ja, hier. Dazu. Weit weg. War mit links. Hey, hast du schon gezeigt? Was denn? Achso, ja. Green Bay Packers. Ich bin jetzt nämlich ein Engländer, ja. Ach, du bist ein Engländer? Na, ich immer mehr. Ich werde immer mehr zum Engländer, außer ich meine Sonnenbrille irgendwie auf mir. Du musst gerade schon weg. Naja, ich muss. Na, ich war da in der Hundehütte drin. So, was aus dem Buch? Der Papst, der trinkt auch mal Bier, hast du gesehen? Mhm. Der trinkt Radler. Radler. Der macht auch mal, der macht aber auch Bierwerbung, das finde ich scheiße. Ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, der kriegt irgendwie Geld an. Der ist mir egal, gesponsert. Gehört aber nicht dazu. Nach dem Feierabend kann man gerne jetzt trinken. Wir warten immer noch und dann. Aber soll jeder machen, wie er will. Martin, wir haben ja gerade gezeigt hier, dein Projekt hast du ja selber vorgeführt. Hast du heute super gemacht, finde ich. Hat zwar wirklich 3 bis 4 Monate gedauert. Hat's gar nicht. Wenn's hochkommt am Stück, habe ich vielleicht eine Woche daran gebaut, wenn überhaupt. Okay. Wir werden noch nicht so lange quatschen, Alter. Nee, heute nicht so lange, weil wir müssen dann auch mal los. Ich muss mich wirklich jetzt auslösen langsam. Haben wir schon eine Rede gemacht, ein bisschen ausgepickt. Jo. Sah heute wirklich schlimm aus. Jo. Mein Platz ist wieder sauber, also freigeräumt. Besuch hatten wir heute auch. Stimmt. Mutti war da. Mit meiner Rasselbande. Hat der Engel mal was in der Blumenbank gesagt? Na, geil. Mutti. Geil, ja. Geil. Ja. Oder wieder zu kleben. Nee, Blumenbank ist geil geworden, hat sie gesagt. Jetzt hat sie sich Gardinen bestellt. Was musst du jetzt bauen? Gardinenstange? Nee. Mhm. Ich bin erstmal raus. Bei Mutti brauche ich erstmal nicht mehr bauen. Du machst morgen 2. Hundehütte oder was? Hm? Einen Tag hier? Hm? Naja, du musst ja einen Baumarkt fahren machen. So, morgen ist ja ein harter Lockdown. Ja, kommst du. Nee, ist schon Saison. Naja, aber. Wochenende ist ja eh immer irgendwie. Hm, dann muss ich die Gewerbeanmeldung wieder mitnehmen. Ist ja kein Problem. Gut, wir wollen ja nicht lange reden. Auf jeden Fall haben wir heute ordentlich geschafft. Ich denke auch, ja. Und trotzdem kleiner Mittagspause. Oh, jetzt muss ich auch wirklich mich auslösen, ey. Uiuiui. Wir müssen jetzt Schluss machen. Nochmal die Klappe oder was? Du musst jetzt noch sagen, was wichtig ist.
Achso, ja, liken, Daumen da lassen, kommentieren und wir sind auch bei Insta. Gram! Und abonnieren hast du vergessen, du Knalltüte! Abonnieren, du Knalltüte! Du hast zweimal den Daumen genannt, du. Daumen da lassen, abonnieren. Ach, egal. Tschüss. Und schikanieren. Peace. Peace.